Jetzt habe ich auch meinen Chat wieder rechts. Ah, ich habe dir gerade erklärt, hallo, dass du im Chat bist, Patrick. Ich habe gerade erklärt, dass ich habe dich gerade gefragt, ob du mich hörst, weil ich schon vorher Soundprobleme hatte, weil ich dumm, mein Stecker war zwar so drin im Rechner, dass ich Sound gehört habe, aber nicht, dass es mein Mikro aufgenommen hat oder mein Mikro erkannt hat. Das war halt ein bisschen doof. Und jetzt habe ich ein bisschen rumprobiert und jetzt hätte es eigentlich funktionieren sollen. Für die Aufnahme synchronisiere ich es danach. Weil ich habe ja alles da. Ich habe ja alles aufgenommen, aber halt jetzt mein Gelaber dazu nicht. Aber das ist in Ordnung, dann mache ich es so. Jetzt habe ich gerade gar nicht aufgepasst. Ich muss jetzt da hoch, gell? Ja. Aber schön, dass man mich jetzt wenigstens versteht. Ich habe auch vor allem mega viel erzählt, so aus alten Zeiten und so. Oh Mann, ey, das ist ganz schön doof gelaufen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Oh Mann, ey. Aber jetzt habe ich wenigstens meinen viel zu oft Umschalttaste-Trick wieder angewandt. Und jetzt sehe ich wieder rechts meinen Chat. Deswegen brauche ich jetzt nicht mehr auf mein Handy schauen. Weil irgendwie, wenn ich die Windows-Taste klicke, komme ich nicht aus dem Spiel raus. Nur wenn ich viel zu oft die Umschalttaste klicke. Dann komme ich raus. Aber ja, wenigstens können wir uns jetzt unterhalten. Ich will ja jetzt hier mein Finale spielen. Also ich gehe jetzt in die Raumstation. Das ist ja eigentlich das Coolste, meiner Meinung nach. Aber heute ist generell irgendwie der Wurm drin. Also ich merke schon hier, der Ladescreen Zur ist nicht so Vorbereitung für ganz den richtig. Raumflug musst du Maximalgeschwindigkeit erreichen. Das könnte jetzt witzig werden. L-Shift anschnallen. Start. Beschleunigen. Ach, das war doch, glaube ich, ach so. Wir sind ja nicht in irgendeinem Themenpark. Hier gibt es keine Warteschlangen vor den Geräten. Ach, das war so. Stimmt ja. Bronze reicht mir. Das war nicht meine Bestleistung, aber am Ende war es wirklich schwer. Oh Mann, ey. Zur Vorbereitung für die Rettungsmaßnahmen während des Raumflugs musst du sicher auf dem Zielpunkt landen. Stimmt. Oh, das war auch noch Steuerung. Vorwärts überschlagen, rückwärts überschlagen, Fallschirm öffnen. Oh, ich glaube, das war schwer. Oh mein Gott. Sehr gut, okay. Das war damals auch der Teil der Demo. Das erste Minigame, was ich in Lego Ninja 2 gesehen habe. Ja, okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Nein! Oh, verdammt! Ah, oh, schade. Okay. Du
musst dich beim Absprung total konzentrieren. Der Boden kommt dir ziemlich schnell entgegen. Okay. Also den letzten Ring habe ich, glaube ich, noch nie hinbekommen. Aber ich glaube, das kriege ich souverän hin. Läuft. Ist es endlich vorbei? Mensch, Pepper. Gut, dass dir nichts passiert ist. Du scheinst wirklich das Zeug zum Fallschirmspringer zu haben. Mich kannst du mit sowas jagen. Hab viel zu viel Höhenangst. Ich nämlich auch. Das war damals auch der Teil der Demo. Ja, cool. Also ich habe die Demo ja, glaube ich, nie gespielt. Ich habe ja, glaube ich, immer nur das richtige Spiel gespielt. Aber jetzt, wo du da bist, Patrick, können wir ja mal drüber reden, nachdem ich ja leider noch kein The Outer Worlds spielen kann, wenn Lego-Insel durch ist. Was kann ich denn sonst spielen? Also, als storylastiges Game auf dem Rechner, was vielleicht nicht so viel Grafikkartenleistung braucht. Ich bin mir echt nicht sicher, ey. Ich habe halt überlegt, vielleicht, ja, vielleicht auch irgendein Survival-Game oder so. Disco Elysium? Das war, glaube ich, auch nur englischsprachig, oder? Disco Elysium? Ja, muss ich nochmal durch den Steam-Shop schauen. So, und jetzt? Ah, jetzt fährt der Zug auch wieder. Den kann ich mal kapern. Geil. Ich fahr jetzt erstmal Zug. Fand ich so witzig, dass man auch zufahren kann. Ich glaube, das kommt beim E1er nicht. So, okay. Geil, da sind ja Stühle. Was ist mit ihm? Was ist mit dir? Trottel. Okay, nochmal zur Raumstation. Bin ich ja mal gespannt, wie ich das hinkriege. Weil die, im Weltraum war es wirklich immer sehr schwer. Darauf hat mich auch eine Freundin angesprochen, die das Spiel auch in ihrer Kindheit gespielt hat. Und die dann gemeint hat, sie hat es nie fertig spielen können, weil sie nie weitergekommen ist. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start erfolgt. Jetzt erstmal in 5 Minuten oder so zum Mond gereist, man kennt's. Ne, zur Ogelinsel, sorry. Ist irgendwie ein Planet, aber trotzdem eine Insel. Im Weltraum, oder? Die war echt geil, Wenn du auf Ogel zufliegst, musst du den Raumgleiter durch den Asteroidengürtel steuern. Oh, stimmt. Das fand ich voll schwer als Kind. Aber die Beats sind geil. Kann er da nicht daran vorbeifliegen, ey?
Oh, ist voll schwer. Ich habe auch keinen Dunst, ob ich, wie knapp ich an den Dingern vorbeifliege. Warum lassen die überhaupt einen Teenager ein Raumschiff fliegen? Was ist da los? Alter. Oh shit, ey. Also sorry, ich kann gerade nicht in den Chat schauen. Ich lese aber alles nach. Geil. Obwohl wir überhaupt nicht mit Beschuss durch feindliche Vogelinsulaner gerechnet hatten, hast du die Situation mit Bravour gemeistert. Ja, Mann. Das habe ich noch nie geschafft. Ja, aber die Raumstation war richtig geil. Deb. Die Raumstation war richtig geil. Hallo, hallo. Peppa, bitte kommen. Kannst du mich hören? Laut und deutlich, Bob. Den Asteroidengürtel habe ich hinter mir. Das war spannend. Wow, gut gemacht, Peppa. Aber ich fürchte, du kannst mit dem Raumgleiter nicht landen. Du musst mit dem Fallschirm über Ogel abspringen. Was? Wieso denn? Tja, sieht so aus, als hätte der Steinbrecher die Landebasis geklaut. Du wirst springen müssen. Okay, Bob. War doch gut, dass ich das Fallschirmtraining gemacht habe. Hm. Was für ein Zufall. Du musst sicher auf Ogel landen. Fliege durch die Ringe und weiche auf dem Weg nach unten allen Hindernissen aus. Fallschirm öffnen. Okay. Bester heißt. Ach, stimmt ja. Stimmt ja, das war ja da. Das habe ich ja voll vergessen. Die Ugelinsel ist ein Asteroid, sehe ich das richtig? Das habe ich als Kind überhaupt nicht gecheckt. Als ich es nochmal als Erwachsener angespielt habe, bin ich ja beim Doppeldecker-Mission hängen geblieben. Deswegen war ich dann nicht mehr auf der Ugelinsel. Und ich fand die hier Aufgabe, glaube ich, auch immer viel einfacher als den Test. Oder als das Training. Wow, ein paar von den Asteroiden sind ja lebendig. Servus. Was geht? Alter. Das sind ja Steinbotter, ey. Was geht denn da ab? Mann, ey. Hui. Alter, das war halt echt viel einfacher. Ich glaube, ich lande jetzt auch noch hier. Weil ich so krass bin. Stimmt. Oh nein. Verdammt. Komme ich da überhaupt hin? Ich muss, glaube ich, wenden. Und wenden. Boah, ich glaube, das packe ich nicht. Ich drehe mich einfach die ganze Zeit ein. Ja. Geil. Ich dachte übrigens auch immer, das wäre der Mond, bis ich da mal die Ogelinsel gekommen bin. Plötzlich war das gar nicht der Mond. Das ist ja. Ja, aber das ist schon geil, die Ogelinsel. Vor allem, dass da noch diese lustigen Viecher da die ganze Zeit rumfliegen. Oder rumschnecken, glaube ich. Oh, Hashtag Spoiler, sorry. Aber Patrick, seit wann hast du eigentlich auch ein Krönchen im Chat?
Bist du Prime oder was? Hast du gesubbt? Echt? Nice. Kannst mich mal Prime subben? Ich habe nämlich jetzt Alerts eingestellt. Ach, stimmt ja, okay. Ich bin verwirrt. Alter, what the fuck? Muss ich da überhaupt lang? Ja. Ich glaube, ich laufe hier jetzt schon direkt richtig. Och. Alter, mega erschrocken, ey. Ich wollte doch erstmal die andere Richtung laufen. What the fuck? Ach so, okay. Ja, weil ich noch nicht Dingens wahrscheinlich bin, weil ich noch nicht Affiliate bin. Da fehlen mir noch ein paar Follower. Aber den Alert habe ich. Wenn mir jetzt auch jemand folgt, ist das auch ein Alert. Das habe ich alles mal in abends eingestellt in absolut krampfhafter Einstellung. Also es war sehr anstrengend, das einzustellen. Eigentlich dachte ich, es wäre einfacher, aber war es nicht. Servus, so. Alter, was geht denn hier ab, ey? Kann ich eigentlich runterfallen? Alter. Alter, ich fall doch die ganze Zeit fast runter. Scheiße. Ach so, das ist der Weg zum Schrein. Oh Mann, warum bin ich denn da schon hingelaufen? Brauche ich doch noch gar nicht hin. Ach, ich kann nicht runterfallen. Nice. Ja, gut. Stimmt, Subnautica. Das war auch letztens im Angebot. Ja, oder? Wollen wir vielleicht doch Grounded spielen? Aber ich habe doch so Angst vor Spinnen. Hätte ich auch Bock. Ich will dich ja nicht immer belästigen. Ich habe auch eigentlich Bock auf was Singleplayer-mäßiges. Alter. Lol. Ich gehe jetzt einfach mal darüber. Ja, ach, was ist denn mit ihr? Was, wenn ich einen besseren PC habe? Auch schon einiges auf der Agenda. Ja, ich warte ja eigentlich auch nur drauf, eine neue Grafikkarte kaufen zu können. Oder, Herr Basti will ja eine bestellen, aber die geht auf meinen Nacken. Ich sag, wie es ist. Und, Du musst genug Pizzas backen, um alle Ogre-Insulaner ins Traumland zu schicken. Ins Traumland? Ah, stimmt, richtig. Die pennen ja dann alle. Ja, Schleimschnecken aus Rock Raiders, mega geil. Okay. Woher weiß ich das denn jetzt? Ach, ich brauch, okay. Nice. Ich glaube, ich hab ich das Falsche genommen? Hooray! Ja, das ist die gute Frage. Ja, vor allem auch, Alter. Vor allem, vielleicht ist da irgendwie ein, was weiß ich, ein Sauerstoffloch oder so. Also. Prima, Pepper! Hooray!
aber... Ich weiß ja auch nicht, du. Alter, nee, ich will keinen Käse. Die Kakerlaken kriegen heute Abend ein Festmahl. Die Kakerlaken? Welche Kakerlaken? Alter, treffe ich überhaupt noch mal? Heute Abend ein Festmahl. Jetzt, Alter. Alter, das geht ja auf Zeit. Das wusste ich ja gar nicht. Scheiße. Was ist mit ihm? Alter, ich raste aus. Na, dann eben in die Mitte. Das, dieses Schmatzgeräusch und dieses... So, wo will er denn jetzt hin? Nur nach links. Alles klar. Dann das. Ja, nice. Alter. Gut, dann eben wieder nur in die Mitte. Nice. Was macht meine Mutter eigentlich? Warum macht die denn nichts? Nice. Alles schon alle? Nee. Okay, nach vorne. Nice, okay. Dann Pizza. Käse. Oh, Vetter, ich habe keine Lust auf größere Putzaktionen heute Abend. Ich rette euch gerade, hallo? Oh, scheiße, ich hab's vergessen. Hey, Pepper, meine Schuhe haben was abgekriegt. Autsch. Hä? Ist doch alles... war doch richtig. Bleib halt einfach stehen, dann funktioniert's auch. Nice. Was ist jetzt das Silber? Okay. Diese Pizzas sehen prima aus, Pepper. Wenn du zurück bist, musst du deinen Papa bitten, mir eine zu backen. Wie geil. Ja, aber das ist auch... dieses Geräusch, ey. Das ist aber auch das gleiche Geräusch, wie wenn ich Pizzas werfe auf der Lego-Insel. Müsste das gleiche sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber diese Schleimschnecken aus Rock Raiders, sind das wirklich? Ich weiß nicht, ich habe Lego Rock Raiders ja nie gespielt. Aber vorhin, als mein Mikro nicht funktioniert hat, war ich auch kurz in Peppers Haus. Ja, das ist so schwierig, weil viele gute Spiele, weil du jetzt Wastelands 3 geschrieben hast, viele gute Spiele brauchen Mega-Leistung. Deswegen, ach, ich weiß nicht, muss mal gucken. Ach, guck mal, wie süß. Die schlafen ja alle ein. Alter, wie creepy, ey. Alter, sind das Oberkörper von Steinbottern? Wie brutal. Die Tische da hinten. Krass. Alter, diese Schnecken, ey. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich ja wieder hier hoch, gell? Oh. So. Hattest du dann eigentlich auch ein Astronauten-Lego-Männchen, wenn du die Station hattest? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich hier gerade den geilen Lego-Anzug sehe. Mega die Festung einfach. Der ist einfach der fucking König. Stimmt! Du hattest einen Asteroiden und da war auch so ein kleiner Edelstein drin, oder? Stimmt, der war, glaube ich, grün oder rot oder so. Den konnte man da reinmachen, konnte man den so zuklappen. Du musst im Palast ganz nach oben gelangen und die super verschärfte Pizza einsetzen, um den Steinbrecher zu besiegen. Grün war er, genau. Nice, okay. Alter, wie springe ich denn? Kann ich nicht springen? Ach so. Ich habe mir mal wieder nicht die Steuerung durchgesehen.
Ja, die Rakete hat Geräusche gemacht. Das habe ich ja auch gesehen. Oder das weiß ich auch noch. Nein! Das kann ja was werden, ey. Alter, das war knapp. Alter. Ach, das verschwindet doch dann. Ach, ich muss hüpfen, echt? Au. Hoppla. So, okay. True. Oder, hier, wie heißt's? Crash Bandicoot. Och nein, ich bin doch gesprungen. Alter. Das ist dann immer das Beste, wenn er dann nochmal so hochbackt. So. Oh Gott. Alter! Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Dann eben nochmal hoch. Und ich glaube, hier ist auch meine eine Freundin immer hingeblieben. Wenn sie gemeint hat, sie hat es dann nicht mehr geschafft am Ende. Weil es zu schwer war. Bei dem Schwebeding muss ich mitlaufen. Okay, danke für den Hinweis. Alter! Alter. Okay. Okay. So, dann bin ich jetzt hier. Gut. Okay. Ah, nein! Ich bin auch gesprungen. Okay. Zum Glück geht die Zeit oben nicht runter, sondern nur nach oben. Wenn ich das noch auf Zeit machen müsste, das wäre der absolute Horror. Nein! Oh Gott. So. Okay, okay. Gut. Ich glaube, jetzt lasse ich mich hier einfach fallen. Ich glaube, so mache ich das jetzt hier. Eiskalt. Okay. Huh, okay. Bin ich jetzt schon oben? War's das schon? Das war's schon? Alter. Alter! 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 Pizza! Alter! Alter! Scheiße! Oh, lecker! Noch eine Pizza! Alter! Schön scharf! Da wird mir richtig warm! Was ist mit ihm? Alter. Diese Steinbotter, ey. Hallo, ich treff doch! Alter. Junge! Jetzt. Pizza! Alter. Muss ich immer wieder von vorne anfangen? Oh Mann, ey. Muss ich, auch wenn ich getroffen werde? Oh, warum ist denn das so scheiße? Alter. Pizza. Alter. Diese Steinbotter. Die erschrecken mich mega. Noch eine Pizza. Schön scharf. Da wird mir richtig warm.
Ich muss aufhören. Die ist zu scharf. Aber sie duftet doch so lecker. Ich muss essen. Das ist ein prickelndes Gefühl. Aua, aua, aua. Das brennt im Mund. Meine Zunge wird ganz taub. Emma, was hast du mit mir gemacht? Tja, mein Lieber. Das ist Papas neue rattenscharfe Urge-Spezialpizza. Wasser! Hilfe! Ich brauch Wasser! Aua, aua, aua! Erstmal ins Klo hängen. Hey, warte mal! Ich gehöre doch gar nicht hierher! Das ist ein Missverständnis! Mach auf! Ich bin der Steinbrecher! Lass mich raus! Ich bin unschuldig, glaub mir! Hilfe! Ist es jetzt endlich vorbei? Ich hab mich hinter dem Sofa versteckt, weil es so spannend wurde. Danke, du hast wirklich Unglaubliches geleistet. Ja, ist so. Warum hat er keinen Schlüssel? Vielleicht steckt er den Schlüssel auch von außen. Aber ansonsten, erste ganz am Anfang, ich hab die Konstruktopedia. So, ihr seid jetzt meine Sklaven, ich bin der krasseste Macke. Und jetzt, ich bin unschuldig. Mimimi. Alter. Mega der Film. Ich glaub's auch. Ich glaub auch, dass die Cutscene fertig war, bevor das Spiel fertig war. Wer zum Teufel ist das Girl? Warum ist der Raumstation-Typ plötzlich eine Frau? Auch der Infomaniac sieht komplett anders aus. Ah, trotzdem, ist ein geiler Abschluss. So eine Party nach Corona, wo alle schön saufen und Pizza fressen. Darauf warte ich. Bombina? Vielleicht Roberta? Nein, das kann es nicht sein. Bob ist keine Abkürzung. Oh, nice, Allah. Kann man jetzt eigentlich noch was auf der Insel machen? Ich glaube nicht, oder? Patrick, gib mal Feedback. Ich kann die jetzt höchstens noch ein bisschen gestalten. Warte. Jo, was ist mit dir? Stimmt, ich gehe noch in die Skatehalle. Ich nehme Punk hier erstmal so eine hin. So, ich rede jetzt erst nochmal mit allen. Och. Mann, ey, wie oft. Ich habe jetzt zum dritten Mal schon angefangen. Du hast es geschafft, Pepper. Ich habe immer gewusst, dass du uns den Steinbrecher vom Hals schaffen kannst. Geil. Danke. Ja, vor allem, genau, was ich noch sagen wollte: In der Cutscene war auch der DJ nicht der DJ. Hey, Pepper, willst du was für deine Trophäensammlung tun? Ja. Gern. Hey, Pepper, du bist echt der Größte! Du hast uns alle gerettet! Die Leute lieben dich! Geil. Ich liebe den DJ, der ist so cool. Hurra, Pepper, du hast das Spiel gewonnen! Das Spiel? Welches Spiel? Das ist doch alles echt. Hey, Pepper, du bist mein Held! Du hast den Steinbrecher geschnappt und uns alle gerettet! Nicht gleich losrasen, Pepper. Wir werden noch eine Menge Spaß haben. Eben, nicht gleich losrasen. Ein dreifach hoch auf den siegreichen Ritter. Du hast den Steinbrecher ausgetrickst. Ja, Mann. So. Mit dem Dude habe ich geredet.
Mädchen. Vielleicht wollten sie auch einfach nur keinen... Hey, Pepper, willst du was für deine Trophäensammlung tun? Vielleicht wollten sie nicht einfach noch ein Charakterdesign und einen Charakter geben. Und deswegen hat der Pepper nur in der Cutscene-Girl. Wow, Mann, du hast es geschafft, Mann. Du bist der Größte. Oder, es wäre eigentlich für Lego Insel 3 gedacht gewesen. Wie schön, dich zu sehen, Pepper. Du bist wirklich der Größte. Jetzt sagen mir eigentlich alle nur noch, dass ich richtig geil bin, oder? Mehr erzählen die doch dann auch nicht mehr. Ich könnte höchstens jetzt noch ein paar Minispiele spielen, um meinen Score zu verbessern. Aber ich höre auch gern, dass ich der Größte bin, also von daher. Oder die Größte. Gratuliere, Pepper. Du hast uns alle gerettet. Halt, nee, warte, ich wollte doch hier leider fliegen. Ich gehe nochmal in die Skatehalle. Weil da kann Tony Hawk's Pro Skater wirklich einpacken, ey. Ab in die Skatehalle. Gib dein Bestes, du hast 2 Minuten. Geil. Gehen alle so ab. Alter, what the fuck? Hä? Wie gehen da die Tricks? Bin ich dumm? Hä? What the fuck? Irgendwie gleich Tasten gleichzeitig drücken? Dann funktioniert es irgendwie? Moon on the Stick? Geil. Aber der macht ja gar nichts. Ja, ich drück Knöpfe. It's not that easy, man. Hä? Alter. Ich hab gar keinen Plan, ey. Nice Fish, okay. Moon on a Stick. Oha. Der war ja mega krass. Okay, jetzt habe ich's raus. Jetzt bin ich halt richtig krass einfach. Aber in dem Spiel gab es auch immer musikalische Meisterstücke, ey. Ich muss wirklich sagen. Nice Fish. Oha, der war crazy. Aber es ist halt auch einfach egal, ob ich da gescheit lande oder nicht. Es ist so. Oder auch Skate 3 oder sowas. Rekord. Überraschung. Aber mega nice, ey. Vor allem, kann man bei Tony Hawk Helikopter fliegen? Nee. Kann man hier einen Zug klauen? Nee. Bestes Spiel. Bei Skate 3 kannst du das alles auch nicht. Lego Insel ist einfach ein unterschätztes Skater-Spiel. Es ist so. Ja, aber nice. Dann haben wir es ja jetzt. Verrückt, ey. Dass wir das Spiel jetzt doch so schnell durchgespielt haben. Aber ja, da ist das Spiel schon rum. Verrückt. Ich hab's vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich da noch stumm war oder nicht. Aber ich hab als Kind da Stunden verbracht. Ich glaube, wir haben das wochenlang gespielt. Und wir sind nicht weitergekommen. Und jetzt habe ich das halt einfach in 5 Stunden oder so durchgespielt. Verrückt.